Hallöchen und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr auch kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute den zweiten Teil von Kingdoms of Smoke einmal vorstellen, Dämonenzorn von Sally Green. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Dies ist die Fortsetzung von Die Verschwörung von Brigant. Deswegen erst einmal eine Warnung an alle, die den ersten Teil noch nicht kennen. Ich kann jetzt natürlich nichts vom Inhalt aus dem zweiten Teil erzählen, ohne das Ende vom ersten zu spoilern. Deswegen, wenn ihr das noch nicht kennt und noch lesen wollt, dann schaltet jetzt lieber ab. Ja, denn ich möchte jetzt erst einmal eben grob zum Inhalt von Dämonenzorn kommen. Nachdem Catherine, Ambrose, Tesh, Marsh und Endion sich ja endlich mal alle begegnet sind am Ende des ersten Teils, sind sie zusammen geflohen, weil Catherines Vater Rossab angegriffen hat, und nach ihrer Flucht ist es eben Aloysius gelungen, den Norden von Pretoria einzunehmen. Und er möchte nämlich, oder er will an den lilafarbenen Dämonenrauch kommen und damit endgültig das Reich seines Bruders zurückerobern. Ja, das ist ja so sein großes Ziel, was er schon immer hatte. Aber die Frage ist, reicht es ihm danach oder wird er dann auch noch den Rest der Welt einnehmen wollen? Catherine und Ambrose wollen ihn auf jeden Fall aufhalten und auch ganz Pretoria warnen. Mit Hilfe von Endion, der ja der uneheliche Sohn von Prinz Telenius ist, wollen sie auch Kalidor warnen und sich mit denen verbünden. Die Frage ist nur, wird ihnen das gelingen oder verfangen sie sich in dem Netz aus Intrigen, das um sie herum gesponnen wird. Wie auch im ersten Teil wechselt die Erzählung hier wieder zwischen den fünf Hauptcharakteren hin und her. Ich mochte im ersten Band auch sehr, wie sich die Wege der fünf eben am Ende dann eben auch getroffen haben. Und hier im zweiten Teil fand ich es auch wieder faszinierend zu lesen, wie sich ihre Wege auch wieder getrennt haben und sie wieder zueinander gefunden haben. Außerdem hat auch jeder der fünf so seine eigene spezielle Aufgabe zu erfüllen, und dadurch trägt halt jeder ein Teil zum Ganzen bei. Meiner Meinung nach ist das schon eine sehr komplexe Handlung, die die Autorin sich hier ausgedacht hat, aber ich finde, das fügt sich alles sehr, sehr gut zusammen und passt auch alles sehr, sehr gut zusammen. Die Schicksale der einzelnen Charaktere haben mich auch schon sehr berührt und sehr mitgenommen, weil mir jeder auch ans Herz gewachsen ist mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Nicht nur die Hauptcharaktere, auch so der ein oder andere Nebencharakter. Ja, und ich liebe auch den packenden Schreibstil. Zwischendurch wird es schon ruhiger, also es gibt zwischendurch mehr ruhigere Stellen als im ersten Band. Ich fand aber, es gab hier auch wieder viele Intrigen und Wendungen, die ich so nicht habe kommen sehen. Am Ende zog die Handlung aber nochmal richtig spannend an, wo ich dann auch gar nicht mehr aufhören wollte zu lesen. Außerdem gibt es wieder einen richtig fiesen Cliffhanger, was mich natürlich jetzt noch gespannter auf den nächsten Teil macht. Ich fand Dämonenzorn genauso gut wie den ersten Teil. Es gibt wieder mehrere Geheimnisse, die aufgedeckt wurden, wovon mich der ein oder andere doch schon ziemlich überrascht hat. Die Charaktere haben verschiedene Facetten, die man kennenlernt. Sie machen Fehler, lernen aber daraus und wagen auch viel. Und obwohl halt die fünf eben so verschieden sind, sind sie eben doch miteinander verbunden. Ja, und welche Rolle die Dämonen halt jetzt hier in den zweiten Teil auch noch einnehmen, das hat mir halt richtig gut gefallen. Ich kann die Reihe auf jeden Fall nur empfehlen, und ich habe wieder überhaupt nichts zu kritisieren. Mir hat alles gefallen.
hier an dem zweiten Teil und deswegen kann ich Dämonenzorn auch nur 5 von 5 Sternen geben. Außerdem möchte ich noch anmerken, dass ich hier das Cover unglaublich schön finde und auch unter dem Buchumschlag ist das schon eins der schönsten Bücher, die ich auch habe zu Hause. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was bei euch so die schönsten Bücher im Bücherregal sind. Und bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Bleibt schön gesund. Eure Rena. Tschüss.